Wie funktioniert Bitcoin? Von vielen als das neue Allheilmittel der Finanzwelt betrachtet, birgt die Kryptowährung auch einige Risiken. Über die und die Funktionsweise von Bitcoins möchten wir dir heute ein bisschen was erzählen. Bitcoins funktionieren ohne Bargeld und sind rein digital verfügbar. Ihr könnt sie kaufen, aufbewahren, wieder verkaufen und in manchen Fällen auch damit bezahlen. Um Bitcoins zu erwerben, wird echtes Geld, also Euros oder Dollar, gegen Bitcoins eingetauscht. Das größte Problem oder auch der größte Vorteil an Bitcoin ist, dass es hier keine Zentralbank gibt, die überwacht, dass die Währung stabil bleibt. Dadurch schwankt der Preis von Bitcoins stark. Im April 2020 hatte ein Bitcoin einen Wert von umgerechnet 60.000 Dollar. Im Juni 2021 lag der Wert eines Bitcoins nur noch bei 30.000 Dollar. Ihr seht also, der Wert schwankt massiv. So kann man sein Geld entweder vermehren oder auch ganz fix alles verlieren. Der Handel mit Bitcoins funktioniert über die Blockchains, also eine digitale Kette aus Blöcken. In jedem Block sind Datensätze und Zahlungen mit Bitcoin abgespeichert. Alle Transaktionen werden von Minären, also Teilnehmern im Bitcoin-Netzwerk überwacht, die die Zahlungen überprüfen und neue Blöcke in den Blockchains berechnen. Für ihre Arbeit, die mit enormem Strom- und Datenverbrauch einhergeht, erhalten die Miner Bitcoins. Kapiert? Ihr habt wahrscheinlich auch schon gehört, dass Bitcoins ebenfalls für die Abwicklung nicht legaler Machenschaften genutzt werden. Häufig wird der Bitcoin auch als Zahlungsart für Kriminelle genutzt, da der Bitcoin ein größtenteils anonymes Zahlungsmittel ist. Somit ist es recht einfach, damit im sogenannten Dark Web Betäubungsmittel oder Waffen zu kaufen. Der Haken hierbei ist jedoch, dass man sich für die Auszahlung von Bitcoin in Euro oder Dollar ausweisen muss. Auch werden die sogenannten Wallets, also die digitalen Geldbörsen, in denen man Bitcoins aufbewahrt, gelegentlich von Hackern leergeräumt. Überlegt euch also lieber ein sicheres Passwort. Wie hat euch unser Video zum Thema Bitcoin gefallen? Sollen wir noch andere Kryptowährungen behandeln? Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare.